Wenn ihr traurig seid, überlegt immer, was ihr zu tun habt. Bleibt nicht nur zu Hause traurig, bleibt nicht nur zu Hause und quäl dich in deinen eigenen Überwindigkeiten. Überleg's immer oder gib's dir immer so verstehen, dass ihr da draußen seid, dass auch Menschen da draußen sind, wie du auch, wie wir, die auch Mitmenschen sind des Mitlebens, sag ich jetzt mal so. Und deswegen, bevor du dich einsinkelst und traurig bist in deinem Zimmer, geh raus, geh in die Natur, seh dir das an. Guck dir die Natur, wie wunderschön das so ist. Die Bäume, die Vögel, die quetschern, du hörst die auch mit zu. Deswegen, immer wenn du traurig bist, denk immer an die Natur, denk immer an die Mitmenschen, die da draußen sind, an deine Freunde zum Beispiel. Immer wenn du traurig bist, versuch jemanden anzurufen. Immer wenn du traurig bist, geh in die Kirche. Immer wenn du traurig bist, versuch eine Ehrfluch zu finden, wo du näher finden kannst. Geh in die Kirche, finde Plätze, wo du hingehen kannst. Atme tief ein und lass tief durch und leicht durch. Hör dir die Vögel an. Das sind so wunderschöne Vögel und so wunderschöne Wesen. Die begleiten dich durch dein Leben. Man sieht die nur nicht, aber man hört die. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... Aber du hörst sie. Und wenn du sie hörst, wenn du die Quitschern hörst, wirst du zu verstehen bekommen, dass nicht nur du alleine bist, hier auf dieser Welt, auf diesem Weg, sondern es gibt auch andere Wesen, die mit dir sind in diesen Plätzen, diese Erde. Zu denen, was ich schon vorhin gesagt habe, dass man nicht traurig sein sollte. Beispielsweise ich immer wenn ich traurig bin, oder beispielsweise ich bin nie traurig, aber wenn so eine Schwenkung im Gefühl da kommt, dann versuche ich ja immer irgendwie an gute Erinnerungen oder an Gott zu richten, mich an Gott auszurichten. Ich denke immer an Gott. Ich denke immer an Gott. So an die. Ich denke an die wunderschönen Sachen, was er kreiert hat und gemacht hat. Beispielsweise, ich denke, guck mal, hier ist ja ein Platz für euch bereitet, für uns bereitet. Also setzen wir uns jetzt mal hin und quatschen unter uns. So. So, mir ist ein bisschen kalt. Ich sag's euch mal so, wie es ist. Die Frage zu stellen, wieso ihr auf diese grüne Wesen seid. Fragt euch. Ist ja die Frage des Trauens. Zum Beispiel, ich bin jetzt auch hier, ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Ich befinde mich gerade in eine grüne Wiesen. Das heißt, ich sitze gerade hier. Das heißt, ich frage mich selber, was heißt soll, aber ich bin hier unterwegs und ich frage mich auch einfach noch die ganze Zeit, was Sache ist. Aber, guck mal, die grüne Wiesen. Da könnt ihr das ansehen. Ich weiß nicht, ob ihr mir sehen könnt, aber ich bin hier. Ja, mal sehen, ob ihr mich später sehen könnt. Später, wenn ich mal editiere in meinem Computer, versuche ich ein bisschen Farbe hier hereinzustellen, weil das ist jetzt gerade hier abends. Was geht ab, Guys? Ich bin jetzt hier mal am Editieren. Und ja, denkt ihr wirklich, ich habe es gewusst, wie man Farbe hier reinbringt. Ja. Immer wenn ihr irgendetwas... Ja, ich sitze jetzt hier mit euch. Was ist? Ihr wollt doch meine Zeit? Ich gebe euch meine Zeit. Ihr sagt die ganze Zeit, ihr habt ja keine Freunde. Ihr habt ja niemanden, der für euch zuständig ist oder für euch mal einspringt, wenn ihr Angst habt und Probleme habt und niemanden habt zu reden, zu sprechen. Ja, bitteschön, hier bin ich doch. Ich bin doch hier, um mit euch und deine Probleme zu hören. Aber wie schön, dir zu erklären, wie schön dieser Welt ist, wie schön dieser wunderschöne Platz ist, wie schön wir hier uns befinden in diesen wunderschönen grünen Wiesen. Ne? Und ja, darauf hinausgedeutet meine ich ja nur, dass die Natur einfach nur das Wunderschönste ist eigentlich, was es überhaupt gibt, bin ich zu Verstand gekommen. Ich meine, überlegt euch mal, wie... Heute bin ich einfach mal so aufgestanden. Na, ich wurde ja wach. Na, ich lag im Bett und sah einen Vogel vor meinem Fenster. Na, er saß da auf dem Baum. Na, ich wohne ja auf der dritten Etage. Und der Baum ist ja so verteilt oben. Na, er fängt ja kurz an und dann verteilt er sich zu oben. Und in diesem Moment, in diesem Augenblick oder in diesem Moment am Morgens früh, sah ich ja einen Vogel. Und wie niedrig die immer sind. Na? Und ich dachte, in diesen Augen, in demselben Augenblick,
fand ich immer das alles so wunderschön, so zu sehen, wie andere Wesen auch vor dir, vor deiner Nase sind, ne, und wie sie klar mit den anderen, ne, und auf eine andere Perspektive kam ein anderer Vogel. Es gab Taube, es gab so einen kleinen Fischer und ja. Und ich war einfach nur begeistert zu sehen, wie wunderschön die Erde mit seinen, die Erde einfach mal ist, mit seinem Wesen, wie wunderschön das alles so wirkt. Wenn du wirklich die Welt betrachtest von der Perspektive, wo du auch wirklich sehen solltest, betrachten solltest. Und zwar, dass du auch die Natur an sich, ich spreche ja über sehr viel über die Natur, weil die Menschen verachten ja die Natur, die verachten die Tiere, die hier mitleben, die Vögel, die kutschern, die verachten alles, was möglich ist und nur das zu ermöglichen oder zu möglichen, was deren eigenen Bedarf betrifft. Und ich muss immer bestehen, es ist leicht einfach, das zu bekommen, worauf du dich hinaus erarbeitet, sei ein Auto oder sonst was, oder du willst ein besseres Leben führen, oder du willst ein besseres Auto, oder du willst. Aber manchmal kommt auf das hier an. Ich sag's euch, worauf das ankommt. Andi, auf das hier. Seht ihr das? Seht ihr das? Ein Korb, Basketkorb. Darauf kommt es an, jemanden hier nebenbei zu haben, der auch mitspielt. Was geht ab, Bro? Und so. Versteht ihr, was ich meine? Es geht meistens darum, dass ein anderer einem gegenüber geht, worauf ihr euch einsammeln könnt und zusammensprechen haben könnt. Und ich meine ja nicht, dass es nur auf das Freundliche hinaus Basis geht. Ja, ich habe keine Freunde oder sonst irgendwas, aber manchmal braucht man einfach nur eine Umarmung. Beispielsweise, manchmal will man einfach nur angebracht sein, angeführt sein. Manchmal möchte man einfach nur gedrückt werden, beispielsweise. Und darauf hinaus habe ich hier auch gemeint, manchmal braucht man einfach nur einen Gegenüber, der mit euch dabei ist und mitspielt und ein Beifahrer, ein Auto zum Beispiel, du bist der Fahrer, du bist ja allein, du fährst allein, aber wenn du einen Beifahrer hast, ne, hast du ja quasi jemanden, worauf du dich unterwerfen kannst. Unterwerfen, ich weiß nicht, ob das Wort das richtige Wort ist, aber unterwerfen kannst, jemanden, dem du vertrauen kannst und jemanden, womit du mitreden kannst. Und das, darauf kommt es eigentlich immer an. Ne, darauf kommt es immer an, dass du deine Wünsche und deine Gefühle auch mit anderen teilen kannst. Und ich sag's ja auch, schöner Wagen, ne? Schaut euch das mal an, Leute. Schön der Wagen, Alter. Wow. Wow. Wie ein Flugzeug. Krass. Aber zurück zum Thema. Na, es geht nicht nur darum, dass wir unsere Wünsche erfüllen wollen. Es geht nicht immer darum, dass wir das erreichen wollen, was wir haben wollen. Es geht eher auch so, es geht auch darum, dass wir mit dem Gegenüber mal sprechen. Dass es nicht nur auf uns angeht, sondern auch den Gegenüber. Zum Beispiel wie diese zwei Bäume hier. Schaut euch das mal an. Ein Baum ist hier. Und ein Baum ist da. Seht ihr das? Manchmal geht es einfach nur darum, dass sich zu erteilen, was man fühlt mit dem Gegenüber, da wir uns jetzt hier in dieser Erde befinden. Darauf hinaus möchte ich einfach nur andeuten, dass da wir hier leben und hier sind, wieso nicht mitteilen, was wir fühlen und was wir begreifen haben und verstanden haben, Beispiel. Wieso nicht mit dem Gegenüber mehr erlangen? Guck mal, ne? Ich gehe an den Gegenüber vorbei, ich gehe an den Gegenüber, ich bin nur auf das fokussiert, ich will nur haben, ich will nur dies und das, ich bla bla bla.
Jetzt stellt euch mal vor, dieser Baum, der Baum hier, ne, dieser Baum hier, der ist ja einer von euch. Der ist ja hier einer von euch. Und ihr seid einfach mal hier, weil der Baum ist ja immer so, dass der Baum einfach mal da ist. Okay, und der kann nicht laufen. Und jetzt, wie kommt das so vor? Ihr seid einfach mal da und ich bin einfach nur verwirrt und weiß gar nichts über mein Leben. Und ich will nur haben, außer, ne? Schaut euch diese Szene mal an, wie sich das anfühlt. Wollt ihr das wirklich? Ich meine, wollt ihr das wirklich? Ich glaube nicht. Hi, deswegen Leute, immer zufrieden sein mit dem, was wir haben. Guck mal. Na, ich weiß nicht, zu wen ich hier spreche, aber guck mal, wir sind in Deutschland. In Deutschland gibt es zu viele Möglichkeiten, sich mal. Es ist eine depressive Stimmung, aber du wirst nur depressiv, wenn du auch depressiv sein möchtest. Darauf hinaus gemeint, du wirst nicht depressiv, weil Deutschland eine depressive Stimmung bei sich beträgt, sondern du wirst depressiv, weil du zulässt, depressiv zu sein. Und das ist eigentlich, worauf ich eingehen möchte. Immer wenn du nur einsinnig bist und keine Zeit für deinen Gegenüber hast oder für niemanden hast, ey, dann tut mir leid, dann werden wir für dich doch auch keine Zeit haben, wenn du keine Zeit für mich hast. Auch wenn ich für dich Zeit habe, du wirst ja für dich keine Zeit haben. Wie soll ich meine Zeit in dich investieren, wenn du nicht mal die Zeit hast, stehen zu bleiben, damit ich meine Zeit mit euch genau, versteht ihr, was ich meine? Wie sollte ich mit dir umgehen, wenn du nicht mal die Zeit, nicht mal stehen bleibst? Und wie sollte ich mich mit dir begnagen, wenn du, ne? Und deswegen, wie sollte ich mich als Mensch mit einem anderen Mensch wie mir mit euch unterhalten? Ich meine, ihr seid ja nicht mal bereit, dafür stehen zu bleiben, wenn man nach euch verlangt oder sonst irgendwas. Wesley, was meinst du denn? Ich meine genau das, dass wir Menschen nicht mal Zeit haben füreinander. Ich meine, wenn du Zeit für was andere bestimmte Dinge hast, okay, dann wirst du auch für dich keine Zeit finden. Und dann brauchst du gar nicht von mir zu verlangen, dass ich meine Zeit mit dir verliere, wenn du nicht mal bereit bist, deine eigenen Zeitbegrenzigkeit zu verstehen. Also bleib ich für dich stehen und du gehst dann. Also sehe ich da keinen Sinn, wenn du mir irgendetwas darüber erklären willst. Verstehst du, was ich meine? Ja? Deswegen, Guys, setzt euch hin, chillt euch hin. Überlegt euch jede Schritte, die ihr läuft. Auch wenn nicht brauchbar ist, sich alles zu überlegen. Aber die Zeit müsst ihr nehmen. Plan A und Plan B daraus zu machen. Wie wollt ihr eine bestimmte Grundlebensbasis erfinden, wenn ihr nicht mal Plan A und Plan B und Plan C geplant habt? Auch wenn direkt funktioniert bei Plan A. Aber wo ist eure Zeit gewesen, Plan B zu erwirtschaften, zu bauen, zu kreieren? Versteht ihr, was ich meine? Darauf hinausgedeutet meine ich einfach nur, dass ihr mal Zeit für euch nehmen solltet und nicht nur einfach, ja, ich nehme mir die Zeit und ich gehe arbeiten und ich mache dies und ich verdiene Geld und ich verdiene das. Und wenn du dich mir gegenüber stellst, ich stelle dir 3 Fragen und du bist platt. Du kannst mir deine Würdigkeiten nicht mal aufklären. Du kannst deine Würdigkeiten nicht mal aufklären. Wieso? Ja. Fragt euch warum.
fragt euch wieso, wieso, weil das nächste Auto schöner ist, weil die nächste Frau überwältigt ist. Und dann denkst du an wunderschönen Sachen und dann denkst du an Sachen, die du nicht mal so fähig bist. Du willst das Auto haben, okay, du willst ein BMW haben, du willst eine Mercedes haben, du hast doch ein schönes Audi, du hast ein schönes Porsche oder sonst irgendwas. Aber dann siehst du eine Mercedes und sagst, jetzt will ich die Mercedes haben. Diese E63 oder was weiß ich, wie sie immer heißen. Weißt du, was du dann tust? Du arbeitest, guck mal deine Grundlage, wo du dich jetzt befindest beispielsweise, und darauf will ich auch hineingehen. Du hast einen Job, wo du einfach mal 8 Stunden arbeiten gehst. Okay? Du gehst 8 Stunden arbeiten. Du verdienst am Ende des Monats 1500 Euro. Okay? Und das auf Dauer. Ja, du hast Wohnung, die du bezahlen sollst, du hast Essen, die du kaufen sollst, du kannst beispielsweise mit dem Geld, die du verdienst. Aber jetzt siehst du die Mercedes und sagst, schönes Auto, will ich auch. Jetzt überleg mal, du willst das Auto, ja? Nur damit ihr ein bisschen versteht. Es geht ja über die prinzipiellen Dinge, was ich hier spreche, nicht über das Materielle, aber du willst jetzt das Auto. Guck mal, das Auto kostet wahrscheinlich 63.000 Euro, okay? Du gehst arbeiten, na, für 8 Stunden und verdienst dabei im Monat, sagen wir 3.000 Euro, sagen wir mal so, 3.000 Euro. Jetzt bezahlst du beispielsweise, ich gehe voll auf die Grenze, damit ihr ein bisschen verstehen könnt. Du holst 1000 Euro eine Wohnung, na, wo du bezahlen kannst, Miete, bezahlst dann 600 Euro Miete. 600 Euro Miete nicht, doch 600 Euro Miete, dann hast du deine Überlebensding und da hast du Klamotten, die du kaufst, kannst vielleicht Sachen kaufen oder sonst was. Aber schaut euch das Auto mal an. Das kostet doch nur 10.000, Beispiel, das kostet doch nur 10.000. Es passt doch in deine Taschen, Grundlebenbasis, die du dich jetzt befindest, sag ich jetzt mal so. Ich meine, wieso willst du dann eine U663 mit Porsche haben, wenn deine Situation jetzt nicht zulässt? Wie willst du ein Porsche haben, wenn das gerade in deine Tasche nicht passt? Wie willst du irgendetwas erreichen, wenn das in deinem Grundbedürfnis nicht zu finden ist? Wie willst du das erreichen? Versteht ihr, was ich jetzt meine? Es ist nicht das Auto, es ist nicht das Haus. Es ist der Basis, wo du was aufbaust und investierst. Verstehst du, was ich meine? Darauf hinausgedeutet will ich einfach mal nochmal aussprechen, dass wenn du irgendetwas erreichen willst, dann befinde dich erstmal mit der Natur, befinde dich erstmal mit dem, was du bist, befinde dich erstmal mit deiner Umgebung, befinde dich erstmal mit dir selbst, befinde dich da mit mir, befinde dich dort mit dem Himmel, befinde dich dort zu Gott, befinde dich erstmal. Betrachte doch die wunderschönen Seiten der wunderschönen Land an. Ja? Mit Menschlichkeit. Befinde dich erstmal darum. Ja, es gibt aber Verräter. Verräter ist immer so ein Thema. Verraten ist immer so ein Thema, wo man immer so sauer ist. Aber wenn dein Kollege dich verraten hat, lass ihn doch leben. Der hat dich verraten. Nicht du bist verraten worden. Nicht du hast es verraten. Was weiß ich, Mann? Deswegen, na, mögen deine Freunde dich verraten haben, zum Beispiel, mögen deine Freunde dich verraten haben, aber du bist doch der Mensch, der alles durch der menschliche Augenwinkel die Welt betrachtet. Wieso willst du dich dann hinausschmeißen zu dieser Perspektive der anderen Seite des Menschen, von der anderen Seite, woher das kam, auch wenn das nicht von dir war, ne, den Verrat, ne? Wie willst du da Kraft investieren, wenn das nicht von dir kommt? Versteht ihr, was ich meine? Wenn das nicht von dir geht, wenn das nicht von dir kommt, wenn du nicht den Verräter warst, wie willst du denn Kraft investieren an irgendetwas,
der nicht von dir kommt, geht. Dörchen. Ich schau das mal an. Das ist die Natur, Leute. Guck mal. Wollen wir denn einen Namen geben? Das ist ein Kaninchen. Wollen wir denn einen Namen geben? Huldorf. Nein, Hugo. Der heißt jetzt Hugo. Hallo Hugo. Hallo Herr der Hugo. Sehen Sie mich? Wie geht's denn? Wie geht's denn so? Können wir uns nah betreten oder fühlen Sie sich geschmeidig von uns und gestört? Hallo Hugo. Alles klar? Schon guten Abend, der Herr. Essen Sie da Wiese? Ja, Hugo. Ciao. Da ist Hugo, da geht er. Gott segne, Gott sei mit dir. Ja, Guys, darauf hinausgedacht, was meine ich? Wieso nicht einem wunderschönen Wesen mal Hallo sagen? Wieso nicht einem wunderschönen Wesen mal kurz einen Augenblick erschaffen in eure Lebensminute Zeiten hier auf die Welt? Versteht ihr, was ich meine? Darauf kommt doch an. Ihr wollt jetzt irgendetwas erreichen, dann erreicht ihr doch. Ich sprich doch niemandem was dagegen, aber die Zeit braucht ihr. Die Zeit braucht ihr, müsst und zu haben, was ihr eigentlich im Leben erreichen wollt. Die Zeit braucht ihr, die Zeit müsst ihr investieren, die Zeit braucht ihr, das ist ein Brauchbarkeit, Bedarf, Bedürflichkeit. Also Guys, lasst euch nicht enttäuschen, ich freue mich sehr, von euch gehört zu, lasst euch nicht enttäuschen. Deswegen Guys, lasst euch nicht niederstrecken, wenn irgendwas ist. Ich bin für euch bereit. Lass ein Like da, kommentiert dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Wenn du irgendetwas verstanden hast, was mitnehmen könntest aus dieser Perspektive. Ich bedanke mich herzlich und freue mich darüber.